Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und heiße euch zur nächsten Folge Supremacy 1914 willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind ungefähr 24 Stunden weiter als vorgestern. Es hat sich im Ranking nicht ganz so viel getan. Der Abstand zwischen uns und Schottland beträgt immer noch zwischen 70 und 80 Punkten. Schottland konnte ein bisschen Platz gut machen, weil meine Koalition ein bisschen trantütig agiert, aber dazu erkläre ich euch gleich ein bisschen was. Und auch in Sachen Ranking halten wir einen Vorsprung von ungefähr 100% auf den zweiten, also knapp 300 Siegpunkte. Sind wir vor unserem nächstgrößeren Feind? Und wenn ihr gerade sehr genau hinschaut, erkennt ihr in der Zeitung nämlich, dass mir vor ungefähr, lasst mich nicht lügen, 10, 15 Minuten tatsächlich chinesisch Xinjiang den Krieg erklärt hat. Also der Fraktion, der ich Wegerecht gegeben habe, um zu gucken, ob die KI auf den Angriff ihres Kernlandes reagiert. Die sind mir trotz einer Beliebtheit von 26 bis 30% jetzt in den Rücken gefallen und haben mir den Krieg erklärt. Was dazu führt, dadurch, dass ich damit nicht gerechnet habe, weil wir eine Beliebtheit von tatsächlich über 20% hatten, fast 30, habe ich entsprechend hier auch keine Einheit mehr stationiert gehabt im direkten Umfeld. Das wirft mich jetzt gerade so ein bisschen vor ein kleines Problem. Ich erkenne noch nicht, in welche Richtung sie angreifen wollen. Gegebenenfalls erkennen wir es sogar noch während dieser Aufzeichnung. Er schiebt gerade zwei Truppen Richtung dieser 70 Truppen. Und dann bin ich gleich mal gespannt, ob er mit den 70 Einheiten losmarschiert. Er wird auf jeden Fall mindestens 3, 4 Stunden brauchen, bis er hier ist, wahrscheinlich. Das ermöglicht mir, wahrscheinlich mit meiner Bomberstaffel, die ich gerade aus Gründen, die ich später erkläre, hierhin verschiebe, anzugreifen. Und hier lasse ich gerade nochmal ein Eisenbahngeschütz umdrehen. Das wird dann ungefähr hier stationiert sein und dürfte auch locker hierhin schießen können. Parallel ziehe ich gerade alles an Truppen, was ich hier irgendwie finde, zusammen, die glücklicherweise auch allesamt relativ schnell sind aufgrund des Bahnausbaus, den ich hier betrieben habe. Also mal schauen, was hier gleich passiert. Im gleichen Atemzug mobilisiert die KI natürlich auch hier. Deswegen muss ich hier mal kurz ein bisschen Truppen verschieben, ein bisschen für Verstärkung sorgen. Auch hier kommt ein Eisenbahngeschütz an, aber erst demnächst. Aber wenigstens sind hier jetzt bald die Bahnhöfe fertig. Das heißt, wir können tatsächlich chinesisch Xinjiang fast gänzlich mit unseren drei eintreffenden Eisenbahngeschützen bearbeiten und uns so das Land holen, da diese sonst hier unten nicht so, so nützlich sind, dadurch, dass wir hier oben schon relativ weit vorangeschritten sind. Gut, das erstmal hier zu dem Einstand, den hektischen, den ich gerade irgendwie zu kompensieren habe. Zweites, kommen wir im Osten brachial voran. Wir konnten hier von Hongxiang, ich glaube 100, wie viel waren es, 130 Einheiten ungefähr einkesseln. Er konnte nicht mehr weg. Ich konnte die binden und beschieße sie jetzt, glaube ich, mit 20 Artillerien, mit 22 Artillerien. Also die schmelzen hier einfach nur weg. Ich habe natürlich auch kleinere Verluste, dadurch, dass ich sie binden musste, dass sie mir nicht abhauen konnten. Und parallel dazu konnte ich fast alle Regionen hier direkt erobern und auch hier oben kann ich noch drei unbesetzte Regionen jetzt gleich mitnehmen und dann sieht man auch direkt hier, hier steht nur eine Einheit und ich habe das starke Gefühl, dass hier auch überall nur ein, zwei oder drei Einheiten in allen Regionen vertreten sind. Das heißt, wir kommen hier tatsächlich wirklich sehr, 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 sehr schnell durch. Und auch hier oben kämpfen wir uns jetzt mit unserer Artillerie durch, wobei ich hier jetzt mal einen anderen Grundsatz wähle und versuche nicht die gleichen Fehler wie bei Russisch-Finnland zu machen, sondern einfach mit Artillerie hier vorgehe. Hier habe ich festgestellt, dass hier auch vier Artillerie sind. Das heißt, ich warte jetzt kurz, bis die hier eingetroffen sind. Dann bauen, stacken die sich, die beiden. Und dann greifen wir hier mit 12 Artillerie und 100 noch was Truppen an. Also auch hier wesentlich stärker aufgestellt als unser Gegner. Und er steht natürlich in der Festung. Das macht das Ganze ein bisschen spannender und wird ein paar Schüsse mehr von uns dann am Ende des Tages benötigen. Wie sieht es sonst aktuell aus? Also wenn alles so weitergeht wie bisher, werde ich, also die drei Gebiete werde ich vor dem nächsten Tagwechsel noch einnehmen. Dann habe ich schon meine Front, die ich haben wollte, von Nord Richtung Süd etabliert. Kann den Gegner quasi hier auf ganzer breiter Front dann anhalten und stoppen und muss nur im Hinterland die vier Gebiete noch erobern, wovon ich ausgehe, dass ich die zwei heute Nacht wahrscheinlich noch einnehmen werde. Das vielleicht morgen in den Morgenstunden und hier hängt so ein bisschen davon ab, wie viele Einheiten hier hinten stationiert sind, das sehe ich ja aktuell noch nicht. Dann würde ich gerne auf absehbare Zeit noch das Land hier erobern und da müssen wir uns mal ein paar Gedanken um Russisch-Finnland machen. Ich habe nämlich Angst, dass Schottland Russisch-Finnland den Krieg erklärt und sich hier die Gebiete dann auch am Ende des Tages noch einverleibt. Genau.
Ansonsten sind wir hier ganz stabil aufgestellt. Wir konnten massig Truppen vernichten. Wir gehen mal kurz auf meine Seite, dann kann ich es euch mal kurz zeigen. Da haben wir es. Die Fernöstliche Republik hat schon 70.000 verloren, wir gar nichts. Hongxiang hat schon 167.000 verloren, wir nur 17.000. Die 17.000 sind auch hier drauf gegangen, während wir die Einheiten gebunden haben. So viel dazu. Wenn wir uns jetzt in Europa anschauen, ist tatsächlich das Dümmste von allen passiert, was hätte passieren können. Meine Koalitionspartner haben alle Gebiete mit Artillerie freigeschossen, waren aber dann so lange AFK, dass Schottland einfach reingegangen ist und sich tatsächlich fast alle Gebiete hier geklaut hat, die von meiner Koalition freigearbeitet und freigeschossen wurden. Das ist tatsächlich ein bisschen nervig und stößt uns vor ein kleines Problem. Schottland wird nämlich mittlerweile immer stärker. Und wenn wir uns die Spionagewerte anschauen, ich weiß jetzt nicht, wie aktuell die Werte hier immer sind, aber rein rohstofftechnisch sitzt der Junge halt auf einem Vermögen. Also auf einem brachialen Vermögen. Und ich weiß nicht, was sie schreiben, aber er schreibt mit Venezuela. Und wenn wir auf die Koalition gehen, jetzt muss ich kurz gucken, sieht man, dass die nur 3 von 5 Mitglieder haben. Das heißt, Schottland könnte Südamerika beitreten. Und das würde der Ganzen eine ganz neue Dynamik geben. Und deswegen bin ich mir aktuell nicht sicher, ob wir von dem Grundsatz weggehen sollten und vielleicht Schottland doch angreifen sollen. Ich habe jetzt meinen Koalitionspartner gesagt, wenn, dann sollten wir es tatsächlich zeitnah machen und zwar geschlossen. Ich ziehe jetzt hier östlich von Schottland gerade 200 Einheiten zusammen oder 100, 180 und hier unten im Süden ziehe ich auch nochmal 100, 130, 140 Einheiten zusammen und da geht es auch schon los. Und deswegen ist meine Bomberstaffel auch aus dem fernen Osten wieder Richtung Hauptland gekommen, weil ich die Bomberstaffel hier hinschicken wollte. Dann habe ich hier insgesamt 8 Bomber und ein Eisenbahngeschütz. Und normalerweise meine starke Flotte, die fährt aber gerade rüber. Okay, er greift tatsächlich nur mit 2 an, nicht mit den 70. Okay, das macht es auf jeden Fall schon mal gut. Ich bin nämlich gerade dabei, meine Flotte zu verschieben, wobei der er halt erst um 4 Uhr morgen früh da ist. Das ist halt echt räudig. Der kommt wenigstens um 21.40 Uhr an und kann dann anfangen zu schießen. Mal gucken. Den lassen wir hier. Den brauchen wir da, denke ich mal, erstmal nicht. Ich baue jetzt einfach mal darauf, dass ich das mit meinen Bombern und Co. hinkriege. Und auf jeden Fall ziehen wir hier alles zusammen. Also hier ungefähr 150 Truppen. Und hier 150, hier sind es fast nur Infanterieeinheiten, die ich im Osten zusammenschicke. Ist aber nicht so schlimm, weil wir relativ viel Artillerie bei unseren Verbündeten haben. Und hier habe ich relativ viel Schwergerät. Ich habe hier Jagdbomber, also Jagdflieger zur Verteidigung. Ich habe Bomber zum Angriff. Ein Eisenbahngeschütz habe ich schon hier. Ich habe meine Schlachtkreuze hier. Ich habe U-Boote zur Verteidigung hier. Und ich habe schwere Panzer, leichte Panzer und Artillerie. Das heißt, selbst wenn wir uns hier momentan Spanien anschauen, dürfte es keine Herausforderung sein, hier anzulanden und tatsächlich direkt ganz Spanien einzunehmen und ihn hier unten abzuschneiden. Flottentechnisch dürfte er auch maximal 4 Schlachtkreuzer haben, vielleicht noch ein U-Boot oder sowas, aber viel mehr Schiffe dürften da nicht vorhanden sein aktuell, sodass wir da vorgehen können. Ich hoffe, dass sich meine Koalition da jetzt so ein bisschen auskekst und wir das irgendwie gemeinschaftlich hinkriegen, da eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Jetzt gucke ich mal kurz, ob alle meine Eisenbahngeschütze auch dahin fahren, wo die hinfahren sollen, nämlich hier. Okay, wunderprächtig. Und dann hoffe ich, dass wir möglichst schnell Schottland angreifen können. Als kleiner Sidefact noch, wir haben uns ja ein bisschen Sorgen gemacht um die Stärke von Venezuela. Die habe ich wahrscheinlich ein bisschen falsch eingeschätzt. Dadurch, dass sie alle da so ein bisschen als Geisel hatten und alle so ein bisschen vernichtet haben. Oh, jetzt wird mir hier leider nichts an... ich muss auf alle gehen. Venezuela. Und zwar schlägt Ontario gerade zurück. Ontario hat zwar immer noch deutlich mehr verloren, konnte aber Venezuela 160.000 Truppen noch abluchsen. Und das stimmt mich tatsächlich sehr, sehr, sehr positiv. Und wenn man in die Zeitung guckt und mal kurz die Filter rausnimmt und runterscrollt, wo ist es? Die mächtigsten Armeen der Welt sind wir auf Platz 1, glücklicherweise. Schottland erschreckenderweise auf Platz 2. Aber Ontario ist auf Platz 5 und Venezuela auf Platz 11 nur. Deutlich schwächer als Ontario. Das heißt, gut möglich, dass sich Venezuela hier deutlich verschätzt hat. Ontario war auch schon in der Lage, wieder ein Gebiet zurückzuerobern und geht hier im Mittelmeer
im Mittelmeer, geht im Atlantik hier auf Einheitenjagd bei Venezuela. Und das ist tatsächlich sehr gut, weil wir ja eigentlich auch vorhatten, gegebenenfalls hier noch in naher Zukunft anzulanden. Also freut mich das ganz gut. Ich habe übrigens auch Ontario angeschrieben und ihm meine Hilfe gegen Venezuela angeboten, weil ich per se Südamerika für gefährlicher gehalten habe als Nordamerika. Aber Nordamerika scheint sich tatsächlich zu fangen und auch Hecki 99 erobert hier gerade die Provinzen. Also alles sehr, sehr, sehr interessant. Und wir müssen mal gucken, wie sich das die nächsten 24 Stunden entwickelt. Unser Hauptfokus wird jetzt erstmal sein, diese Bedrohung mit chinesisch Xinjiang in den Griff zu kriegen, wobei das dadurch, dass Hongxiang oder wer auch, nee, doch Hongxiang war es, hat ja hier angegriffen und relativ viel vernichtet. Das hilft uns natürlich jetzt, weil jetzt nur noch wenig Truppen hier sind, die uns von hier aus angreifen können. Die werden wir dann alle mit den Eisenbahngeschützen dezimieren, das Land dann hier einnehmen und dann hoffen, dass die anderen Bündnispartner der Koalition hier im Osten, die mögen uns nämlich alle nicht, wenn man sich das mal anguckt. Die mögen uns 7%, die mögen uns bestimmt auch nur 6% oder sowas, 8%. Also wir haben tatsächlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir hier in den nächsten Tagen noch sehr viele Kriegserklärungen sammeln wollen oder werden. Und dementsprechend können wir unsere östliche Flanke auch nicht ganz schutzlos zurücklassen. Außer ich kämpfe mich bis ans Meer weiter. Und das ist tatsächlich noch sehr lange, wenn man sich die Anzahl an Provinzen anschaut. Ich hoffe, dass meine Koalition ein bisschen in die Puschen kommt. Deutsch-Namibisch kann sich auch nicht entscheiden, nachdem er vor kurzem hier alles abgezogen hat bei Turkestan. Schiebt er jetzt wieder Truppen hier hin, um hier weiter anzugreifen und sich das zurückzuholen, was er wieder verloren hat. Und hier oben hat er 200 Truppen gesammelt, mit denen er nichts macht. Also tendenziell alles ein bisschen komisch. Wenigstens sind noch alle da und machen ein bisschen was. Ich würde mir aber ein bisschen mehr aktiven Einsatz wünschen, sodass wir ein bisschen schneller vorankommen. Aber mal schauen, aktuell halten wir das Ganze so ein bisschen am Laufen mit unserer Expansion. Und wenn man mal ganz kurz zum Abschluss noch in unsere Provinzverwaltung reinguckt, produzieren wir halt auch wie die Irren. Mittlerweile bin ich wieder ein bisschen verstärkter auf die Artillerieproduktion zurückgegangen. Natürlich neben der weiteren Produktion von Schlachtschiffen, Bombern und dem ein oder anderen Eisenbahngeschütz. Aber wir bauen auch wieder wie verrückt Artillerien, da uns die ein bisschen fehlen. Wir haben halt hier 30, 40 Artillerien, hier keine. Und wir brauchen davon einfach mehr, weil wir die Eisenbahngeschütze auch nicht durchgängig benutzen können, weil uns einfach die Eisenbahnnetzwerke fehlen. Und erschreckenderweise unsere Gegner keine Eisenbahn bauen. Also nicht nur unsere Gegner nicht, auch unsere Verbündeten nicht wirklich. Und das macht die Verwendung unserer Eisenbahngeschütze ein bisschen schwierig und die werden wahrscheinlich eher hier auch zur Verteidigung genutzt werden. Naja, aber schauen wir mal. Das so als kleiner Überblick für heute. Das soll es auch gewesen sein. Morgen schauen wir uns vielleicht mal wieder, oder übermorgen schauen wir uns mal ein bisschen nochmal den Bereich hier an. Was sich hier so tut, nach wie vor keine neuen Koalitionen, also bin ich ganz, ganz beruhigt. Und dann sehen wir uns, ich glaube, zu Folge 22 übermorgen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, euer Chris.